So, hallo und herzlich willkommen zu Join Dota League Season 3, die Playoffs. Die Playoffs, um in die Division 3 reinzukommen, von der Division 4 aus dementsprechend Playoffs 3-4. Dieses Mal geht es um Bone Doctors gegen Bezbravje, die beide darum kämpfen, im Best of 3 hier in die Division 3 aufzusteigen. Bone Doctors hatten da schon weniger Probleme mit, hatten Platz 2 in ihrer Liga eingenommen, dementsprechend mussten sie hier nur noch ein Best of 3 gewinnen. Oder Best of 2, also ich rebroadcaste hier und habe drei Replays, dementsprechend sage ich jetzt erstmal Best of 3. Ja, sollten auch Best of 3 sein. Und ja, das geht auch schon relativ weit los. Bezbravje mussten erstens sich noch um den Platz hier gegen Bone Doctors streiten, haben das Ding aber 2-0 gewonnen. Dementsprechend geht es jetzt hier um alles oder nix. Neuer Patch, dementsprechend bannt Bone Doctors direkt mal Terror Blade. Bezbravje bleibt Standard, bannt Razor Lycan und pickt Death Prophet. Bone Doctors werfen dagegen einen Lich. Und werden mal gucken. Ja. Zwei Helden, zwei starke Lanes. Wer hätte es gedacht? Noch nichts Besonderes, aber andererseits, ja, wenn ich halt auch nichts zu erzählen habe, können wir eventuell ein bisschen weiter springen. Schauen wir uns das Ganze mal hier an. Oh, ja. Gut weit vorgesprungen. Picken Lich, Dazzle. Interessante Combo. Scheint jetzt mehr defensiv zu sein. Ist halt so ein Problem. Bone Doctors haben halt jetzt hier doch schon zwei Supports auf den Tisch gelegt, die sehr defensiv auf ihrer Lane bleiben und wahrscheinlich bis zu gar nicht rotieren wollen. Was durchaus, ja, Bez so ein bisschen die Freiheit lässt, da stark Lanes zu nehmen, die vielleicht ein bisschen gankanfälliger sind, aber dadurch, dass hier bisher noch gar keine Ganks zu erwarten sind, könnten sie damit relativ gut fahren. Picken hier den Faceless Void. Nichts Besonderes. Super, geht mit der Death Prophet zusammen. Ja, wiederum. Best sehr alter Patch. Super starke Helden. Bin ich gespannt, wie Bone Doctors darauf reagieren. Erstmal ein Silencer bannen. Viper wird von Best ge gebannt. Dann bannen sie Spectre und Titan, da kommen sie gebannt. Bone Doctors geht hier mit dem Wraith King. Haben also doch durchaus eine respektable Lane, die Farm, Farm, Farm macht. Ancient Apparition wird gepickt, um ja, Dinge in die Krone zu schießen und generell einen ziemlich starken Support zu haben. Mit dem man eventuell sogar Aggressive Trailing gehen kann, um den Void Solo zu stellen. Bone Doctors picken jetzt auch einen ziemlich starken Solo-Laner, nämlich Timbersaw. Da sollte Void wahrscheinlich nicht alleine gegen kämpfen wollen. Außerdem ist er auch so relativ gut, zumindest gegen AA, die jetzt keinen direkten Stun hat, um ihn da zu halten. Bong, bong, bong. Enigma von Bess. Das ist super interessant. Ist auch schon so ein schöner. Okay, nach der Krone kommt ein Hole. Super im Dschungel. Sie haben halt das sehr, sehr gut erkannt, dass Bone Doctors nicht ganken kommen wird. Dementsprechend picken sie hier einen Jungler und eine sehr. Ja, kann sie aggressiv benutzen, die Ancient Apparition, aber an sich ist es kein aggressiver Support. Denn die Skills sind halt nur zum anderen buffen. Man braucht halt zwei aggressive Supports, um damit aggressiv zu sein. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Hauptsächlich wahrscheinlich wegen der Chrono gepickt. Eisblast hinter Chrono. Ja, Enigma kann ein bisschen pushen, hat das Black Hole zum Follow-up machen, hat auch wahrscheinlich jetzt hier eher gemaxt als der Maledikt das Feld. Um hier doch einiges in Damage zu machen mit Night Pulse. In die Chrono rein. Ist auch noch super Bonus Damage. Scarlet Mage wird gebannt und. Na, ah, jetzt ist es kaputt. Okay, jetzt sehe ich nicht mehr, was gebannt wurde. Oh, Magnus wurde gebannt. Okay. Sniper von Bone Doctors. Okay. Und zu guter Letzt ein Weaver von Bez, die halt sehen, okay, die Leute haben einfach kein Stun. Lass das Ding mit dem Weaver durchziehen. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann bin ich gespannt. Also bisher setze ich bisher so meine Points auf Bess.
die ja definitiv irgendwie die stärkeren, nicht die stärkeren Lanes haben, aber mehr mit ihren Lanes anfangen können. Wohingegen Bone Doctors, wenn sie normal, also wenn sie nicht aggressive gehen, wovon ich ihnen wahrscheinlich, also wovon ich tatsächlich denke, dass sie aggressive gehen können hier, oder auch müssen tatsächlich, sonst würden nämlich die Supports einfach auf der Lane hocken, würden nichts bekommen. Und oder sie machen da Dual Lanes mit dem Lich in der Mitte. Das ist durchaus auch möglich. Werden wir sehen. Meine Kamera. So, ja. Pietrax de Masturbator, Masturber, Look und Premium. Aber den Namen kann ich nicht wirklich aussprechen. Crunch. In der Mitte auf der Death Prophet, okay. Von daher lasse ich hier, glaube ich, das Präsentieren mal sein. Beide Teams gehen los und Bone Doctors mit dem Smoke direkt in den Dschungel. Sehr aggressives Movement hier draußen. Und es könnte auch eine Aggressive Trial-In werden. Mal gespannt. Weaver auf jeden Fall wird hier Solo sein. Und das könnten sie sogar. Oh, und sie finden die Ancient Apparition. Das könnte böse werden. Und First Blood für Bone Doctors. Ups. Ja, gut. Das konnte man da nicht verhindern. Zu spät gesehen. Schön hier rumgegangen. Und easy kill. Wenn hier versuchen, so viele wie möglich. Also so viel wie möglich zu boarden, um dem Enigma eine sehr schwere Zeit zu. Ja, zu geben. Und werden wieder abziehen. Und das sieht mir nach keiner Aggressive Trailing aus. Bin gespannt, ob der Lich irgendwie. Ob er noch in der Midlane bleibt. Aber ansonsten ist das doch sehr Standard. Der Sol geht nach oben. Lich blockt noch ein bisschen. Und scheint dann wohl erstmal in der Mitte zu bleiben. Geht aber dann doch nach oben. Na gut. Doch nichts. Ja, vielleicht doch. Wird hier die Ward setzen? Die Frage ist halt, was er danach macht. Jetzt hier nach einem Highground Ward, um halt auch dem Sniper möglichst einen schönen Highground zu schießen. Sehr wichtige Ward hier in so einem Matchup. Und ja, bleibt dabei. Um hier dem Sniper ein bisschen Space zu createn und das Ganze hier zu machen. Der Timbersaw ist unten eigentlich relativ okay. Der Enigma wird halt im Jungle so weit wie möglich versuchen, das durchzubekommen. Anyway. Nicht zu wenig. So, also, was haben wir hier? Wir haben einen Dazzle und einen Wraith King. Schöne Dual Lanes gegen den Faceless Void. Wahrscheinlich relativ uneffektiv. Weil ja, Dazzle könnte mit der Wraith ein bisschen Damage machen, aber. Müssen wir schauen. Müssen wir schauen. In der Mitte Lane glaube ich eher, dass es mehr in Favor für den Sniper ausgeht, eben einfach wegen dem Lich. Und ja, den Last Hits und den Ice sieht man doch schon sehr stark, dass die Death Prophet da ein bisschen Probleme hat. Besonders halt hier einfach auch das Schrapnell sorgt halt sehr stark dafür, dass es. Ja. Dass die Death Prophet zurückgehalten wird. Wird hier ein bisschen geärgert von Festes Void, aber ansonsten passiert erstmal nichts. Weaver. Ja, sogar Timbersaw kriegt hier unten halt relativ gute Levels. Ancient Apparition wird jetzt pullen. Haben den D-Ward schon hinbekommen. Die haben sogar alle Camps gedewardet jetzt gerade. Eventuell könnte der hier blocken, aber ich bin mir nicht sicher. Kann gut sein, dass es nicht tut. Timbersaw kommt ein bisschen ran. Ein bisschen contesten. Frage ist, wie weit sie das können.
Okay, der blockt wohl nicht, weil hier natürlich ein Double Camp ist, was sonst nicht hätte entstanden sein können. Dazzle spielt hier ein bisschen rum, aber Void kriegt seine Erfahrung. Unlasted sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Das ist halt immerhin, also, naja gut, das ist halt der Trade-off, den sie für den Enigma haben. Muss man halt sehen. Timbersaw kriegt Last Hits, aber Enigma auch und das nicht wenige natürlich. Hat den kompletten Dschungel für sich, hat jetzt auch das Camp frei, dementsprechend alles easy für den. Das First Blood ist auch nicht so schlimm für Bess hier, denn ja, es war eine AA, hat ihn nicht so viel gebracht. 200 Gold, 400 Gold, aber alles nicht so problematisch. Naja, habe ich so das Gefühl, dass hier erst die richtigen Dinge mit Game passieren werden. Oder auf Level 6. Wir werden vielleicht mal hier einen Void finden oder so. Der aber auch halt relativ schwierig zu catchen ist. Genau wie der Timbersaw. Weil sie halt keine Stunts haben. Von daher könnte das sehr, sehr ereignislos werden. Müsste ich eigentlich meine Stimme anpassen? Ereignisloses Dota. Nichts passiert. Ihr wollt bestimmt umschalten. Nein. Weil genau das wäre das dann. Er versucht ein bisschen Harris zu machen. Hat sogar Cold Feet gemacht, aber. Cold Feet? Das ist Chilling Touch. Mein Gott. Chilling Touch. Und ja, das Farmen ist sehr, sehr equal. Wobei tatsächlich, wenn man es genau nimmt, drei von Bone Doctors weiter oben sind. Enigma hat auch immer ein paar Dschungelcamps dazu, die man halt auch nicht so weit nehmen kann. Dementsprechend Networth. Ja, haben wir halt zwei Farmer im Gegensatz zu, naja, dem Weaver. Aber das hat natürlich auch noch nicht so wirklich eine Aussage. Irgendwas müsste passieren. Aber das sieht erstmal sehr, sehr, sehr passiv aus. Definitiv. Haben wir noch Items? Weaver scheint auf den Midas zu gehen. Bei Wraith King auch. Sollte es bald kaufen. Gibt hier dem Dazzle unfreiwilligen Palast jetzt, dadurch, dass er halt diese nicht bekommt. Sorgt Fever hier sehr gut dafür, dass immerhin die nicht verschütt gehen. Enigma ist sehr low im Dschungel, aber das kann er sich ja leisten. Weil sie sehen die Supports halt auch immer auf der Lane. Und ein Sniper, auch selbst wenn er irgendwann das Ulti hat. Ups, muss hier aufpassen. Oh, und kriegt hier tatsächlich mit dem Frostblast noch down. Oh, das Creep. Ich weiß nicht, ob das ein paar Mal Opel gemisst hat, aber das war eine sehr, sehr, sehr knappe Sache, dass sie sich dafür entschieden hat. Und muss hier auf jeden Fall halt zurück zur Base und healen. Wir gucken hier mal kurz, ist hier ein Ward irgendwie? Sieht doch komisch aus, aber nein, ist es nicht. Lich besorgt sich hier eine Bounty-Rune. Kriegt auch noch einen schönen Frostblast, aber mehr passiert da nicht. Und Sniper wird gleich wieder TP'en. Geht tatsächlich auf Power Dreads. Ich dachte, mit den 1200 Gold werden wir eventuell noch einen Midas sehen. Das Midas hier kommt auch schon geflogen. Bisschen ineffektiv. Perfekt effektiv wäre natürlich, Midas anfliegen zu lassen und dann hier die Gloves zu kaufen. Würde. Dadurch, dass der Speedburst jetzt ja kleiner ist, wahrscheinlich sogar jetzt sinnvoller geworden wären. Ein bisschen Harassment, aber alles nicht so wild. Was halt besser ist, dass sie halt jetzt die Regen effektiv raus haben. Außerdem mit dem Timbersaw, der jetzt auch nur Regen-Rune hat und seine Sticks hat, wird der jetzt umso mehr Probleme für den Weaver machen. Von daher liegt es jetzt an Bess, mit dem Enigma in the Jungle was zu tun. Lich könnte hier down gehen. Ja gut, die Death Prophet ist schneller als er, von daher geht er hier down. Oh. Hat noch Stick Charges hier benutzt, aber wird hier von Crypt Swarm aufgeräumt. Außerdem wäre der Void noch down, um es absolut zu verhindern, dass er da jemals rauskommt. Grave tatsächlich Level 2 hier schon von Fever. Dementsprechend da doch einige Range möglich. Ist ja die Frage, ob es jetzt brauchen wird. Vielleicht wäre da der Poison Touch für Harassment gegen den Void ein bisschen sinnvoller, oder ein bisschen, ja, sinnvoll ist das alles, aber effektiver in der Situation gewesen. Und Chrono wird eingesetzt. Relativ easy Chrono. Ja, hätte jetzt
tatsächlich Dazzle TP'en können und hätte ihn richtig viel Kohle erspart. Aber der hatte kein TP. Das wäre tatsächlich richtig wichtig gewesen für die Bone Doctors, dass Dazzle da ein TP hat. Weil das ist halt einer der richtig großen Vorteile für Dazzle. Da ist ein TP dabei und prinzipiell kann ich niemand irgendwie in der Ecke hier am Tower diven. Kommt die Krone und zack, direkt TP, Gray, fertig. Nichts passiert. Das wäre tatsächlich eine richtig, richtig große Sache gewesen. Aber ist nicht passiert, wollte unbedingt die Mana Boots haben, spart darauf, hat kein TP. Und der Sniper geht somit down. 2 zu 4 für Bone Doctors, oder 2 zu 4 für Bess. Alles nicht so wild, natürlich. Aber hätte auch wesentlich besser sein können, so rum. Timbersaw kriegt jetzt tatsächlich einen Kill auf die A, die sich ein bisschen zu weit vorgewagt hat. Das Chakram ist nicht zu unterschätzen. Und der Weaver alleine kriegt natürlich außerhalb von Harassment halt auch nichts drauf. Bottle of Timbersaw funktioniert hier wunderbar. Mana Boots und Bottle sorgt doch dafür, dass er relativ viel Runen-Control hat. Obwohl wir einen Enigma haben, der technically halt immer eine Rune sein kann. Jetzt kommt der Enigma. Und ich sehe hier so ein kleines Solo-Black Hole. Aber ne, Maledict sorgt eigentlich wahrscheinlich dafür, dass das ausreicht. Ja. Nimmt hier das Black Hole for good measure. Dass er ihn auf jeden Fall down bekommt. Denn auf Cooldown zu reiten ist ja auch irgendwie sinnlos. Schön gespielt auf jeden Fall. Ich bin mir tatsächlich gerade nicht so sicher, ob das halt so super war für mich nicht mehr. Weil nach 9 Minuten rauskommen für einen Kill. Wie weit ist es mit dem Mecha? Hat es das Mecha fertig? Ja, Buckler, nein. Dementsprechend hier noch relativ weit vom Mecha weg. Da bin ich mir nicht sicher, ob das halt so die perfekte Benutzung von dem Enigma war. Weil, ja, ist relativ ineffektiv für den Dschungel. Natürlich wurde auch ziemlich viel geblockt. Aber es hat auch nicht auf die... Also hat den Lanes nichts beigetragen. Damit hat Bone Doctors jetzt hier schon einen relativ großen Vorteil gehabt in Sachen Networth. Ja, bitter, dass das da gar nicht trifft. Bottelt sich hier hoch und schafft es, na, mit dem Frostblast absolut nicht hinzukommen. Kriegt die Illo-Rune. Die Frage ist halt, ob es das bringt. Hätten, ja, die Illos hätten blocken müssen. So dürfte er noch den Kill bekommen. Aber auf der anderen Seite holt Timbersaw jetzt den Enigma und der Faces Void sollte noch down gehen. Ja, geht noch down. Double Kill. Für Dr. Waterlot. Der auf dem Timbersaw dann doch jetzt die Rotation geschafft hat und einiges an Damage in das Line fährt. 3 zu 8 jetzt hier. Das war kein guter Engagement für Bess. Wie man hätte denken können. Wenn man sieht, dass es 0 zu 3 war. Relativ knapp. Ancient Aberration hätte da bestimmt mehr gekonnt. Ja, kriegt ihn hier nicht ganz gesniped. Aber mit 2 Punkten Reactive Armor hat Weaver gerade sowieso relativ große Schwierigkeiten, überhaupt irgendwas im Timbersaw zu machen. Der jetzt hier halt doch sehr viel reckt. Ja, es reicht nicht ganz aus. Aber die plus 8 hält ja noch eine Weile. Auf der Toplane wird versucht. Okay, Tower in der Mitte ist jetzt down gegangen, ja. Mal wieder ohne Glyphe. Mein Gott. Die 5 Sekunden könnten irgendwie an einer anderen Zeit fehlen dann. 5 Sekunden mehr Space für alle. Ist schon was. Aber egal. An der Toplane wird es halt jetzt versucht, immer ein bisschen Pressure zu machen. Drums jetzt auch für Wraith King fertig. Faces Void kriegt ein bisschen Minus Armor drauf. Dass er sich auf jeden Fall nicht dahin wagt. Denn sobald er in Range kommt, sollte da ziemlich schnell kurz Prozess gemacht werden. Außerdem kann man halt jetzt... Oh, er kriegt den Deny tatsächlich noch vorher raus. Das war ein bisschen... Ja. Ein bisschen blauäugig davon, Bone Doctors, das halt so... drauf ankommen zu lassen, so okay, einen Hit kriegst du, aber das ist bestimmt nicht der Deny. Doch, ist es. Gut. Drums für Wraith King. Blink hätte er jetzt schon fertig haben können. Aber so ist es vielleicht erstmal besser. Und Timbersaw holt den Enigma. Hat ihn im Dschungel gefunden. Und könnte wahrscheinlich die A jetzt auch noch bekommen. Ja, hätte machen müssen. Ja. Aber ich glaube, da overcommitted er. So ein bisschen. Kriegt einen Grave und das rettet ihn. Wahrscheinlich, ja. Kommt noch gerade so von den Bugs weg. Und Weaver sollte nicht ganz so aggressiv hier sein.
Denn der Timbersaw ist gerade ein richtiges Biest. 2500 Gold ist schon einiges für ein Bloodstone. Mal schauen, ob er auf Agas gehen will. Ja, ich wurde noch nicht so wirklich überzeugt von dem Agas. Ohne wirklichen Lockdown, dafür ist es, glaube ich, in diesem Spiel tatsächlich nicht nötig. Receiver wurde es gestellt. Weaver hat ihn aber allerdings gesehen, sollte aber auch gesehen worden sein. Der Punkt ist aber jetzt, dass die Chrono ab ist. Und das ist... Ah. Okay, Void hat ein TP. Das ist immer etwas, von daher sollten sie auf jeden Fall vorsichtig sein, wo sie da reinpushen. Aber das... Die Chrono ist auf jeden Fall das, mit dem Bess hier richtig zurückkommen kann, zusammen mit dem Black Hole. Und da sollten sie sich auf den Schroff konzentrieren. Besonders halt jetzt auf den nächsten Leveln kriegt sie jetzt hier Exorcism, die Death Prophet. Und kann dann halt auch Solo-Pressure machen, während Bone Doctor halt hier mit den vier Leuten noch den Bottom Tower pusht. Was aber relativ schnell... Ja. Relativ schnell Probleme geben könnten, wenn jetzt nämlich Bess genau das hier machen. Nämlich einfach zu dritt mit Exorcism und so den Tower machen. Glyphen tun sie jetzt. Und vier TPs darunter. Bin ich sicher. Irgendjemand hätte vielleicht unten bleiben sollen. Es kommen Mass-TPs nach unten. um den Tower da zu bekommen. Mit dem Exorcism reicht es nicht ganz, aber der Damage könnte eventuell ausreichen. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Born Doctor mit zu vielen TPs und Bess nutzen das jetzt aus. Allerdings, Timbersaw kommt hier relativ schnell auch wieder rein. Kann ja durch Roshan, durch Timberchain und sollte nicht vorher gebasht werden, wie das bei so Spiritbreakern öfters mal passiert. Aber ich glaube, das ist hier nicht so ganz möglich, weil das Turnspeed von Roshan ist nicht genug, wenn man nicht komplett durchgeht. Aber ich glaube, selbst dann reicht der Attack-Speed dann nicht, so wie es bisher aussah. Ja, Sniper hat hier versucht, ein bisschen ranzukommen. Allerdings ohne Faceboots in dem Falle und ein bisschen Over-Extensions wäre er da nicht reingekommen. Void ist hier so ein bisschen verloren oben. Würde gerne den Wraith King anspringen. Weiß aber auch, dass es nicht tun kann und kriegt halt die ganze Zeit Harassment ab. Kriegt den Stun trotzdem noch, weil tatsächlich nicht disjoint wird vom Timewalk, beziehungsweise er ist vom Stun weggetimewalken. Als er ankam, kam der Stun noch hinter mir hergeflogen. Projectile Speed ist nicht groß genug dafür. Und Born Doctors holen sich den Tower. Das Problem ist ja, der ist der Weaver. Muss hier irgendwie abhauen. Ah, kriegt einen Timewalk und ist allerdings immer noch nicht weg. Das sollte ein toter Weaver. Ja, das ist ein toter Weaver. Batz. Kill. Sentry Wards musste noch gestellt werden. Aber es ist ein Tower Trade. Mitte Tower geht down. Keine Glyphe. Wobei, doch. Doch, eine Glyphe, okay. Die machen es richtig. Ha, Smoke unter einem schönen. Okay, er bricht ihn tatsächlich. Naja, hätte man lassen können, aber ja, der Smoke wird offensichtlich. Allerdings müssen sie jetzt trotzdem langsam in die Mitte gehen, denn die Hälfte von Damage ist halt schon vom T2 weg. Enigma und Death Prophet sind halt nun mal Pusher. Bloodstone, 16 Minuten Bloodstone auf Timbersaw. Das ist nicht zu verachten. Finden hier den Enigma. Allerdings passiert dann wohl nichts weiteres für ein bisschen Harassment. Und das Sniper-Ulti wird tatsächlich abgebrochen. Weiß nicht genau warum, aber wahrscheinlich will er das Mana ein bisschen sparen. Wie man muss hier vorsichtig sein. Ist inmitten von Sentry Wards. Doppelt hält besser. Und ja, wir sehen schon Timbersaw. Weiß, okay, Weaver kann mir nichts antun. Ich kann Weaver, wenn er sich dumm anstellt, solo killen. Das heißt, ja. Lass doch einfach mal den Weaver ein bisschen ärgern gehen. Andererseits in der Mitte. Da haben wir auch einen Wraith King, der gerade richtig aggressiv reingeht. Und Chrono auf 3. Das ist tatsächlich richtig dolle. Wraith King ist hier hinter den Linien. Und ja, Weaver kam tatsächlich da nicht. Ja. Faces Void kann halt noch nichts machen. Stun ist da und killt den Enigma. Das ist bitter. Weaver muss hier nach dem... Naja, doch nicht nach dem Timeless, aber... Haut hier wieder ab, um da reinzugehen. Allerdings kriegen sie da nichts mehr. Bess muss sich zurückziehen. Unverrichteter Dinge. Und es steht 3 zu 12. Die Grafen, ja... Born Doctors haben jetzt ungefähr 7500 Gold Vorteil. Und 7500 XP Vorteil. Das ist einiges. Besonders, weil die Tower fast even sind.
Also, ja, sie haben 2000 Vorteil. Also knapp 5k Gold Vorteil, einfach nur auf den Farm, den man hier links immer noch oben sieht. Der durchaus groß ist, der Unterschied. Das Net Worth zeigt es mehr. Das ist richtig doll, der Unterschied. Besonders hier im Wraith King, der an sich noch nicht im Fight teilgenommen hat. Bis auf jetzt eben und den Enigma getötet hat, während drei seiner Mates in der Chrono waren. Das, ja, wenn der teilnimmt, wird das schon einiges. Kriegt hier eine schöne Rune, 100 Gold, ja, nimmt man mal mit, wenn sie schon auf dem Weg liegt. Und geht weiter farmen. Trifft hier auf den Void ohne Chrono, aber der kann auch einfach wegjumpen. Kriegt mal wieder einen Stun. Muss hier allerdings aufpassen, sieht ihr, okay, Death Prophet ist da, vielleicht will ich das doch lieber nicht. Andererseits, hey, ich habe Ulti. Ich krieg hier einen Dazzle als Support. Allerdings mit den dreien sollte da, ja, vielleicht doch nicht reingehen. Andererseits ist jetzt Timbersaw da, der jetzt mitten reingeht. Und schönes Timeblock später. Eventuell müsste der Timbersaw jetzt doch ein bisschen aufpassen. Aber kriegt hier tatsächlich noch den Damage und kriegen mit vereinten Kräften noch gerade so den Void down. Und auch den Enigma mit einem Schock. Und auch die Death Prophet. Okay, the Pain Train is rolling. 3 zu 0 hier der Trade. Bei dem einfach der Timbersaw einfach durchlaufen kann. Bessie sind richtig weit hinten. Okay, fällt mir jetzt gerade super ein. Ah, ne, ist es nicht, ist es nicht. Ich dachte schon hier eine. Ist fast eine Bézier-Kurve für Bézier und so, die nach unten zeigt, aber ist es weder stetig fallend, noch wirklich logarithmisch Bézier abfallend. Wobei Bézier-Kurven nicht unbedingt logarithmisch sind. Aber vielleicht sollten sie schon rund sein, weil das ist halt eines ihrer Charakteristika. Ja. Aber genug der Mathe. Gedönse. Das ist kein Witz, aber ja. Referenzen. Weiter geht's mit einer sehr, sehr, sehr aggressiven Wards von Bone Doctors, die da schon eine Weile natürlich stehen. Aber ja. Der Klippenwort, der jetzt sehr möglich ist, einiges sieht. Allerdings für Bone Doctors, ja, sie sehen hier unten und sie sehen hier oben. Die Frage ist halt, was sie damit wollen. Es ist halt ein besserer Lane-Ward. Aber ich glaube, hier der Ward wäre tatsächlich noch besser und aufs Gleiche. Würde aufs Gleiche hinauskommen. Bin mir noch nicht sicher, was der Ward da oben. Ob es der wirklich wert ist, wenn der T2 hier unten schon gefallen ist. Was er durchaus war, als der Ward gestellt wurde. Naja. Chrono ist ready. Mal wieder. Level 10. Würde halt gerne noch ein bisschen abwarten, um den Cooldown runterzubringen und die Duration natürlich nach oben zu scalen. Allerdings, Wraith King hat da schon das. Hat ein AC. Das wird schwierig für Bessie zurückzukommen. 3.15. Weaver farmt, aber. So does the rest. Faces Void fühlt sich hier tatsächlich ein bisschen eingesperrt. Aber mehr passiert nichts. Faces Void kann weglaufen. Mit einem Blinkdagger hätten sie da durchaus was machen können. Aber. Nichts da. Link, der allerdings ist jetzt auf Sniper da. Der somit erstmal von der Chrono nicht überrascht werden sollte. Und außerdem, ja, so Leuten, die auf ihn zulaufen, ausweichen kann. Wieder wird ein bisschen schwierig, aber wenn sie ihn sehen. Der Ward bringt allerdings jetzt relativ viel, findet eine Death Prophet. Und einen Kurier, aber gut, können sie nichts machen. Und da haben sie die Death Prophet gefunden. Stun, ein bisschen hauen. Bevor die wahrscheinlich einfach abhauen wird. Genau. Shadow Poison ist vorhanden. Wird aber nicht benutzt. Damit kommt die Death Prophet weg. Der Faceless Void wird aber wahrscheinlich kein so großes. So einfaches Ding haben. Sollte jetzt vielleicht ein bisschen geblockt werden. Und muss sogar die Chrono verwenden, um hier wegzukommen. Ich weiß nicht, ob das der gute Trade war. Kriegt die Chrono off, aber. Was hilft's ihm? Er kommt weg. Wobei er wahrscheinlich sowieso noch nicht mal mehr gerade. Oh, bitte. Könnte ja blinken. Aber hat ihn, glaube ich, auch nicht gesehen mit dem Schrapnell. Das ist ein relativ kleiner Blickbereich, der da wirklich aufgedeckt wird.
Aber das ist halt, sie haben die Krone auf Cooldown gesetzt und das ist richtig große Born-Doktors, die jetzt hier erstmal groupen und versuchen den Tier 2 in der Mitte zu machen. Auch Blinkdagger ist jetzt somit auch auf Timbersaw fertig. Und soweit ich das sehe, machen sie es halt relativ gut, dass sie auch schon sagen, okay, wir sind vorne, müssen einfach nur an die Leute rankommen. Also kaufen wir uns einfach alle Blinkdaggers, weil dann sind wir ja ziemlich schnell ran. So. Einfach rein. Sie haben das gute Lineup dafür. Dazzle macht halt einfach, macht sein Ulti auf alles und dementsprechend können halt auch die Carries, die fetten Leute wie Wraith King, wie Timbersaw, einfach reingehen. Und bisher hat Bez nichts, was sie gegenwerfen können. Bis natürlich auf so einen Midnight-Pulse, bis auf einen Exorcism in einer perfekten Chronosphäre mit Follow-Up Black Hole auf 5. Natürlich. Aber dann würde Wraith King wieder leben und würde sich wahrscheinlich alle umhauen. Wahrscheinlich nicht, aber so ungefähr. Von daher, ja, es ist halt doch relativ böse, wo in welchem Zustand sich Bez gerade befindet. Born-Doktors scheinen jetzt Roshan zu wollen. Esmeralda kommt. Na, ja, ist gerade geliefert worden. Von daher, es könnten zu keinem besseren Zeitpunkt kommen. Sollte vielleicht aber auch eingesetzt werden zum Full Effect. Aber, naja. Ja. Okay, hat es der Chain immer noch vergessen. Dann hätte es eigentlich auch nicht kaufen brauchen. Haben sie einen Mecker? Ja, gut, der soll es wahrscheinlich. Nee. Ja, gut, Lich. Lich kauft das Mecker, ist aber noch relativ weit davon entfernt. Warten hier noch ein bisschen auf Dinge. Na gut. Ich dachte, das ist vielleicht ein Carry, der kommen muss, aber nein. Ist ja noch nichts. Noch nichts nötig. Timbersaw muss hier gucken, ob er da wirklich rein will. Aber nope. Lieber ein bisschen Rückwärtsgang einschalten. Besonders, weil die Bugs auch schon relativ lange auf ihn draufhauen. Und die vielleicht mal hauen muss. Minus 10 Armor. Hat jetzt. Jetzt abgehauen. Weaver Desolator, das heißt, die Minus Armor Reduction wird noch weniger. Aber alle T2 sind jetzt für Bez weg. Roshan ist gefallen. Das heißt, es wird gleich Action geben. Was ich aber eher begrüßen würde, wäre tatsächlich ein Pickoff. Erstmal von Bonoctors. Die ansonsten. Whoops. Und. Da muss er suiciden. Denn jetzt auf einmal macht der Weaver schon richtigen Damage. Und dann muss er doch aufpassen. Zeitpunkt für Bristleback, sage ich schon. Für Timbersaw ist jetzt so langsam abgelaufen, dass er dann den Weaver komplett ignorieren kann. Mit dem Miner's Armor ist er da auf jeden Fall ziemlich schnell tot. 3 Armor, die halt hauptsächlich durch die Reactive Armor kommt, aber mit einem Desolator, der da schon von Anfang an richtig viel Damage reinhaut, muss er da aufpassen. Blinkt der jetzt auf Enigma. Mecha Blink. Das könnte. Ja, um effektiv zu bleiben oder um hoffnungsvoll zu bleiben, das könnte das Comeback für Bez werden. Je nachdem, wie sie es machen und je nachdem, wie doof Born-Doktors sich jetzt hier groupen. Könnte dadurch noch durchaus noch was drin sein. Für Bez. Aber es ist ja noch Best of 3. Da ist ja noch einiges drin. Und ja, Weaver muss auch aufpassen vor diesem Sniper. Gem auf Dazzle. Um diesen pesky Sniper auf, pesky Weaver auf jeden Fall abzuhalten. Komplett okay zu sein, wenn er einfach in seinem Tsukuchi ist. Aber immer noch kein Push von Born-Doktors, die es hier doch ein bisschen sicherer angehen. Weiß nicht, auf was sie warten. Entweder auf das Shivas hier, was aber noch 1000 Gold dauert. Oder. Was haben wir noch? Wraith King 3800 Gold. Hat jetzt den Gem bekommen, was vielleicht auch sinnvoll wäre. Und ja. Dire kriegt hier. Na, haben wir leider tatsächlich die Fortification nach dem Tower gekillt. Von daher ist es hier ein kleiner Fail. Aber Bonocross geht High Ground. TPs kommen zurück. Ice Blast kommt, trifft 2. Immerhin. Allerdings ist der eine der Wraith King, der nicht unbedingt. Dem es relativ egal ist. Und sie haben auch noch den Sniper-Schrapnell, was Damage over Time macht. Und sie da Siegen lässt.
Timmerson ist zurzeit noch nicht da. Wir sehen das auch, weil er den Ward kaputt macht. Von daher könnte es sein, dass wir jetzt hier gleich reingehen. Sind auch schon gesmoked. Smoke wird gebrochen, von daher könnten eventuell hier Born of Christus riechen. Aber noch kommt der Wraparound nicht. Beziehungsweise er kommt von Faces Void, der hier gesehen wird, einen Turnaround gemacht, dass hier einen Wraparound machen will. Und, ja. Kein Baum da. Muss zurückgehen. Bisschen Split-Push-Situation gerade. Aber bisher stehen sie halt einfach so und kriegen den Tower down. Dritte Deny von Bess hier. Wenn sie eins können, dann ist es Tower Deny. Nicht schlecht. Aber Tower ist down. Rex ist exposed. Und Sniper schießt einfach von richtig weit weg die Range Rex kaputt. Von daher muss jetzt. Muss Bess kommen. Hilft nichts. So, die nächste Creeper wird wahrscheinlich jetzt was bringen. Jetzt wird allerdings was kommen. Ah, wo ist der Jump-Rin? Okay. Void hat es vielleicht verschlafen. Hatte ich jetzt als perfekte Möglichkeit für einen Engage gedacht. Aber ja, okay. Zalok steht einfach drin. Hat sein Reincarnation. Und Void geht beinahe down, bevor er die Krone verwenden kann. Das ist bitter. Grave geht jetzt ja auf den Wraith King raus, sodass er seine auf Level 16 leider verkackt zu skillen gehabte Reincarnation nicht benutzen muss. Und somit kann das Ding hier weitergehen. Ansonsten hätten sie noch ein bisschen warten müssen. Kein Mana für Sniper hier, für seine Ulti. Aber zur Zeit braucht er es doch einfach nicht. Und Doctors nehmen doch noch ein bisschen den Dschungel mit. Sonst lässt der Farm ja nach. Und scheinen jetzt wieder zu gruppen. Reef ist online. Und auf geht's. Jumpin kommt, aber wird nicht gefunden und zurückgegangen. Schöne Entscheidung. Die Frage ist halt, ob er jetzt hier rauskommt. Und das sieht nicht so aus. Ah, keine Backtracks. Mann, Mann, Mann. Da können sie auf jeden Fall die random RNG-Gods für blamen. Dass sie da nichts bekommen. So, ohne Void. Es wird sehr, sehr schwierig zu fighten. Byrek ist auf dem Void auch nicht vorhanden. Und ja, Weaver wird einfach in die Luft gejagt. Das könnten die zweiten Racks sein. Und ich glaube nicht, dass Bess noch mehr als ein paar Minuten im Spiel bleiben wird. Erste Reincarnation ist benutzt worden, aber die Mili-Racks sind schon fast down. Und mit dem Shrapnel sollten die Mili-Racks ja, nicht ganz down gehen, nein. Brauchen noch ein bisschen. Werden aber wahrscheinlich jetzt kurz mal rangehen. Für den Sniper wird es sich lohnen, das Ding kurz kaputt zu machen. Shrapnel wird immer wieder benutzt, aber noch reicht es nicht ganz. Nächste Shrapnel sorgt dann für hier den Kill auf die Mili-Rex. Wenn er das schnell rausbekommt, den nicht. Die Urine Generation macht ihn doch gerade einen Strich durch die Rechnung da, aber jetzt kriegt er allerdings einen Dreier. Das ist richtig groß. Ah, kein Mana für ein Black Hole. Oh, das ist bitter. Und dass der Sniper halt da noch steht und einfach richtig doll reinhauen kann. Frostblast, richtig viele Bounces, macht ihm da ja, kompletten Strich durch die Rechnung. Sniper geht down. Wraith King Buyback. Ne, Moment, Wraith King nicht Buyback. Wraith King kommt wieder rein. Buyback jetzt auch von Enigma. Schönes Black Hole. Die Frage ist, kann der Weaver das? Ja, okay. Frühzeitiges Suicide erstmal hier, um zu sagen, okay, wir sterben halt eh. Reincarnation ist draußen, er ist der einzige Überlebende und wird wahrscheinlich hier nochmal. Die Crits. Aber, ja. Silence und das Exorcism ist die gesamte Zeit wie so ein Bienenschwarm um sie herum. Und die Rex stehen. Eine Rex verloren und einen kompletten Teamwipe für Bone Doctors, von Bone Doctors, die damit absolut nicht gerechnet hatten. Wollten es ein bisschen forcen. Aber hat nicht ganz gereicht. Buybacks kamen natürlich auch raus. Haben den Buyback-Status. Weaver hat Buyback gemacht. Death Prophet Buyback. Enigma Buyback. Okay, drei Buybacks halten sich best hier noch im Spiel. Ja, die nächsten Buybacks dauern ein bisschen. Und alle von Born Doctors sind bald wieder online. Reincarnation ist natürlich dann auch ready. Naja, ja. If you're the first, you don't succeed. Try again. Erstmal direkt versuchen, den Faces Void umzubringen. Reicht nicht ganz.
Allerdings kommt der Timbersaw halt doch relativ schnell den Leuten hinterher. 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden und Frostblast. Besiegt sein Schicksal. Da kann auch ein Void nicht von wegrennen. Ist ein bisschen zu weit weg geworden. Hatte ein TP, aber gegen Timbersaw in seiner Vision irgendwo die Trees reinzuspringen, ist natürlich relativ sinnlos. Da doch Timbersaw Möglichkeiten hat, die Trees wegzumachen, nämlich sich selbst. Na toll. Habe ich den Schoko-Weihnachtsmann stehen und der steht neben dem Lüfter. Well played. Jetzt habe ich einen halben Schoko-Weihnachtsmann. Aber hey, wenn sich die Schokolade so wieder schön verfestigt. Einen doppelt so dicken Schoko-Weihnachtsmann. Ja, ich glaube, wir haben noch eine Minute 30 Zeit für Roshan. In der Zeit scheint erstmal nichts zu passieren. Wie Wraith King auch schon sagt, ich stelle mich jetzt hier so lange rein, bis er spawnt. Relativ lange in Max-Range da. Also ich würde hier wahrscheinlich jetzt nichts passieren. Ja, es wird hier nichts passieren. Roshan ist gemacht. Aegis ist da. Ich glaube, das ist klar. Können wir relativ einfach mal skippen. Wait, Aegis ist auf dem Sniper oder was, ne? Nee. War ich zu weit oder zu früh? Was ist denn hier passiert? Stehen hier drin. Und der Timer ist kaputt, weil ich gesprungen bin oder was, ja. Also doch kein Rauschern? Hä, Moment, was ist hier passiert? Ja, okay. Einfach kein Rauschern. Zu lange Zeit zu warten. Wir gehen jetzt hier rein. Oder schicken das Chicken dafür, dass es auf Roshan guckt. Aber es sollte innerhalb der nächsten paar Sekunden tatsächlich spawnen. Und ja. Haben aber keine Geduld drauf zu warten. Jetzt ist er gespawnt, siehst du. Bisschen Geduld, beziehungsweise halt einfach das Chicken darauf warten. Allerdings hat das Chicken, glaube ich, jetzt was Besseres zu tun, sonst wäre es sicherlich nicht zurückgegangen. Wir finden jetzt hier tatsächlich den Lich in der Chrono. Und eine Chrono für einen Lich zu verwenden. 100 Sekunden Cooldown, ist halt immer noch Level 2. Das ist nicht so dolle. Timbersaw wird da gefunden. Allerdings, Faces Void schafft es raus zu debien. Und auch der Rest. Weaver wird hier tatsächlich gefunden. Wo ist denn das Gem eigentlich hier? Bräuchten sie nicht ein Gem? Bin skeptisch. Ja, wahrscheinlich war es Overlapping und AOE-Damage ein bisschen blind reingeschossen. Und Weaver ist on the sidelines für 22 Sekunden bis Buyback. Das wird knapp und wird wahrscheinlich nicht reichen. Aber ja, eventuell ein Black Hole, bis es wieder online ist. Aber ich glaube, die Rex verlieren sie bis dahin. Miss, 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 miss. Aber zwei Rex down. Und Bone Doctors wollen alles. Haben auch hier das Exorcism wurde in T2 geforst, wenn sie hier T3 verlieren. Naja. Weaver Buyback, Death Prophet wird noch. Wurden hier gesehen, dass der TP ist, von daher geht's jetzt hier rein, allerdings Zalok wird hier einfach dastehen. Range Rex kaputt und wird wahrscheinlich sein Leben auch für die Melee Rex verwenden. Hinten, das Grave reicht nicht ganz, um den Snap am Leben zu halten. Erste Prockt und die Hälfte von Melee Rex sind down. Jetzt ist auch der Weaver da, aber GG kommt raus. Schaffen sie auch nicht, sie müssen ein komplettes Black Hole für Single für den einen Wraith King benutzen, den sie nicht mehr drauf bekommen. Grave ist halt auch da, reckt sich sogar wieder hoch, aber geht ja am Ancient Apparition Frost Blast, Ice Blast, dann doch. Ice Blast down. Haben wir einen Ice Blast, wir haben einen Frost Blast, wir haben einen Chain Frost, wir haben Ice Armor und ja, einiges mit dem Namen Frost. GG war ein bisschen überfrüht. Aber irgendjemand will da noch nicht Cancel klicken. Haben wir ein paar Kills bekommen, ja. Und kriegen sogar noch den Weaver. Killing Spree. Und einen Beyond Godlike noch gerade so bekommen. Schön gespielt von Bone Doctors. Dadurch, dass ich aber weiß, dass es schon 3 Replays ist, weiß ich jetzt, wer die nächste Spiel gewinnen wird. Von daher bin ich gespannt, wie sich hier Bez von ihrer besten Seite im Spiel 2 demnächst, also gleich, zwischen Bone Doctors und Bez
machen. Und ich will meine Maus zum Closen haben. Da. Ja, ich weiß, es ist so ein Dota. Bis zum nächsten Spiel, was jetzt gleich wahrscheinlich auf YouTube danach sein wird. Bis dann, auf Wiedersehen.